Herzlich willkommen zu Part 71 von Animal Crossing Let's Go to the City. Holy fuck, sind wir schon weit. Also was heißt, sind wir schon weit? Wir haben schon verdammt viele Folgen. Weit sind wir noch nicht wirklich. Aber wie auch immer, wir haben Dienstag und es ist eine Blume gewachsen hier, sehe ich gerade. Ja, die sollte neu sein. Schön. Gefällt mir. Ich hätte zwar lieber andere Blumen, aber okay. Oh, hier ist auch noch eine gewachsen. Ja, das läuft ja hier mit rosa Rosen, aber ich will eigentlich gar keine mehr. Also doch, klar, also nehme ich gerne mit. Hybriden sind sehr geil, aber ich hätte dann doch lieber eine weitere Lilane als noch mehr Rosane. Ich meine, davon haben wir mittlerweile schon über 10. Das ist krass. Nein, nicht dahin. Naja, ich werde jedenfalls weiter fleißig gießen, obwohl ich die hier nicht mehr gieße. Das haben die sich jetzt vermehrt, die anderen habe ich gegossen und die vermehren sich nicht. Das soll meiner verstehen. Einen grünen Daumen habe ich sowieso nicht, das wusste ich schon vorher. So, genau. Nächsten Montag, großen Montag, ist ja Karneval. Und Flohmarkt ist jetzt am Sonntag, glaube ich, auch wieder. Und ich glaube, wo ich das gerade sehe, ich habe vergessen, gestern den Geldstein zu checken. Das habe ich nämlich noch am Ende des Parts gesagt, ne? Ich habe ja danach noch geangelt. Die ganze Tasche. Und, ja. Ich konnte mich partout nicht daran erinnern, was ich da unten gesagt hatte, was ich noch machen wollte. Ich wusste so, ja gut, ich wollte noch offscreen angeln, aber was wollte ich denn sonst noch offscreen machen? Das wusste ich einfach nicht mehr. Deswegen habe ich da, glaube ich, jetzt ein paar Sternis liegen gelassen. Aber okay. Dafür habe ich das Kraftgemälde und den Roboschrank bei Rainer gekauft. Ich habe es nicht dran geschnitten, weil... Gott. Nee, das, ach Gott. Dieser Dialog, ne, ich habe den so vermasselt, also... Nee, das musste ich keine mehr antun. Jedenfalls, es ist ja vielleicht jetzt jemand Neues in unserer Stadt. 2, 4, 6, 8. Nö, immer noch nicht, ne? Hat immer noch keiner Bock. Ich weiß aber auch gar nicht, wie war denn das in dem Spiel? Wird der Platz erstmal reserviert? Oder nicht? Oder taucht das Haus dann einfach plötzlich auf? Ich weiß echt nicht mehr, wie das war, Mann. Und ich weiß auch nicht mehr, wie es bei Kasper war. Gut, ich habe mich wahrscheinlich auch nicht unbedingt gut umgeguckt, als dass ich das jetzt gesehen hätte. Naja. Was ist denn, Hantel? Ach so, es stimmt, du wolltest einen Sackträger. Ja, wenn er voll ist, kannst du gerne Briefe mitkriegen und auch gerne verschicken. Also pass gut drauf auf, ja? Ja, ja. Ich verschicke in letzter Zeit sowieso keine Briefe mehr. Also ist das auch eigentlich relativ latten gerade. Oh, nun da ist auch Kiki. Hallöchen, Hantel und Kikeriki. Gehst du auch gerade spazieren? Ich bewundere Gerald und Rosi einfach, wirklich. Dass ein Junge und ein Mädchen so natürlich miteinander umgehen können. Also, das würde ich auch gern können. Und sie wirken so einfach immer so glücklich zusammen, so. Das kann ich mir jetzt zwar nicht unbedingt vorstellen, aber gut. Du hast da sicherlich mehr Erfahrung und Klatsch und Tratsch für mich parat, als ich an sich so mitbekomme. Spiel gerade wieder ein bisschen ab, schön. Ja, komm, die werde ich einfach mal hier oben hinklatschen, so. Ich glaube, es wäre auch... Oh, fuck. Auch hier vielleicht gar nicht so verkehrt, die in die Mitte zu setzen, damit die sich vermehrt, aber keine Ahnung. Die vermehrt sich gerade sowieso nicht. Ja, kann ich hinsetzen, wo ich will. Und noch eine Stelle zum Graben und noch ein Fossil. Hervorragend. Ich habe natürlich mal wieder nicht dran gedacht, die Excel aufzumachen. Ich liebe es. So, was war jetzt hier oben Sache? Da hatte ich einen gepflanzt vorgestern und ich war ein bisschen angepisst, dass da jetzt immer noch nichts gewachsen ist. Ja. Egal, wir sprechen das mal mit Manu. Das Outfit steht dir so von der Farbe her. Oh, Hantel, wie schön, dass ich dich gerade antreffe. Gerade hier, Heyman. Ich muss nämlich dringend mit dir reden, Heyman. Könntest du mir einen Gefallen tun? Ein Päckchen, gerne. Ich hätte da ein Paket, das abgegeben werden müsste, Heyman. Okay. Perfekt, mein Terminplan explodiert nämlich schon wegen all der Aufgaben, die ich dringend erledigen muss. Zum Beispiel hier rumlaufen und... Ja, so von außen in die Schneiderei gucken und stalken und darauf warten, bis irgendwer einen Fehler von den beiden macht. Also, hier ist es. Bring es bitte zu Kiki. Und nun zur Lieferzeit. Ach, es reicht, wenn es irgendwann heute erledigt. Hey, man. Ja, von dir habe ich auch nichts anderes erwartet. Mein träges kleines Häschen. So. Das war irgendwo hier unten, ne? Ja, da. Haben wir sie. Hallöchen nochmal. Was kann ich für dich tun, Hantel Nuff-Nuff? Hier für dich. Bestimmt ein Outfit. Ich würde es feiern, weil das Hemd steht hier einfach nicht. Oh, was hast du denn da für mich? Ein Geschenk von Manu. Was wohl der Anlass dafür ist? Juhu, ein Rasensprenger. Was zum Fick. Wie aufmerksam von dir, mir das Geschenk zu bringen, Hantel. Manu ist bestimmt schon ganz... Ach nee, Mani ist der... Warte, Mani.
Manu ist dir bestimmt irgendwas schuldig, wenn du mich fragst. So. Vielen Dank, Nuff. Ja, bitteschön. Ist mir definitiv was schuldig. Ich hätte es trotzdem cooler gefunden, wenn sie dir ein Outfit geschenkt hätte. Muss ich das wohl übernehmen? Hallo, Huntle. Hey, was gibt's, Heyman? Geliefert. Oh, sehr gut. Du hast es erledigt, Heyman. Oh, natürlich. Hier eine Palastkarre für dich. Okay. Thank you. Danke, Huntle Heyman. Ja, die werde ich verkaufen. Ja, ist jetzt nicht so der geile Boden. Aber da haben wir einen geilen Bart. Den Königsbart. Haben wir den nicht sogar schon mal gekauft? Bin mir nicht sicher. Wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich will ihn jetzt aber auch nicht mehr kaufen. Was ist das für ein funky Outfit? Das Kombi-Outfit. Aha. Damit sehe ich aus wie irgend so ein richtig komischer Geisel aus Ägypten. Und dieses Leopard-Outfit könnte irgendwie zu meiner Mütze... Ja, so ein bisschen. Oh, oh Gott. Ich dachte, ich habe jetzt auf Ja, bitte geklickt. Mein Cursor ist gerade mal wieder ein bisschen eigenwillig. Nee, ist alles gut gegangen. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ich habe noch nie diese blonde Strähne bei Manu gesehen. Oh mein Gott. Dann kümmere ich mich jetzt erstmal um den Nuke. Werde also mal wieder einkaufen, Rübenpreise checken. All so ein Stuff halt. Gestern hatten wir einen Rübenpreis von 72 und gekauft haben wir sie für 94. Und Rosi will was von uns. Vielleicht die Palastkachel, das wäre sehr schön. Geheim, hör mal, ich will nicht blöd klingen oder so, aber... habe ich da gerade eine Palastkachel aus deiner Tasche gucken sehen? Perfekto! Ja, tatsächlich. Oh, wow, der Hammer! Wolltest du den nicht loswerden oder so? Auf jeden Fall! Was für eine Verschwendung! Tausch sie lieber gegen Westernsofa! Habe ich zwar, glaube ich, schon, aber Westernmöbel sind immer willkommen. Mann, hab ich ein Glück, Einstein! Ja, sonst hätte es der Nuke bekommen. Wow, das ist... Ja, da hätte ich sogar noch mehr bekommen. Aber egal. Falls es auch hat funktioniert, ein Hoch auf hinterhältige Fallen. Bald wirst du Fallen nicht mehr so feiern, wenn du mal reinfällst. Aber okay. Knie nieder. Wie schön, dass du uns mit deiner Anwesenheit beehrst, Bitch. Draußen zu faulenzen ist gar nicht so schlecht, findest du mich ja auch, Bitch. Es ist die einzige Zeit, in der man die Muße hat, einfach nur in Gedanken zu versinken. Denkst du nicht auch? Es geht nichts über einen Spaziergang, wenn man über die wichtigen Dinge des Lebens sinnieren will. Wie zum Beispiel darüber, wer welches Outfit trägt, Bitch. Ja, dann sinnier du mal weiter darüber, warum ich so einen komischen Poncho trage oder was auch immer das hier ist. Und genieß deinen Spaziergang. Warum bin ich jetzt eigentlich gerade nicht ins Museum gegangen und habe direkt die beiden Fossilien analysieren lassen, hm? Weil ich da mal wieder nicht dran gedacht habe, genau. Sehr schön. So, Rübenpreise. Oh, Spannung, 64. Wupp, wupp. Also das wird wieder eine absolut epische Woche. 72, 64, das ist ja, sind ja gigantische Höhen. Oh mein Gott. Ein Robobett, das besitzen wir noch nicht, oder? Und haben wir auch nicht im Katalog. Wenn mich nicht alles täuscht. Da ich mich sehr oft täusche. Gucken wir nach. Oh, wir haben jetzt aber einige Robo-Möbel schon. Robo-Uhr, Tisch, Schrank, den haben wir von Rainer. Und das Robo-Bett. So viel dazu. Ich habe es ja gerade in der Liste nicht wirklich gesehen. Ne? Aber gut, wir haben es schon. Sehr schön. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Und jetzt will ich das Zedernbäumchen haben. Und wir gucken uns heute auch einfach mal, weil es so schön ist, nochmal deine tollen Wand- und Bodendeko an. Dekorationen. Normaltapete, ja, das ist natürlich, ja, wow. Krass. Klassiktapete, das ist die hässliche. Nee, das ist die schöne, coole. Ich verwechsel die immer mit der Modetapete. Diese komische Orangen. Flechtmatte brauche ich auch nicht. Und warte mal hier. Eine Küchenfliese. Hey, hey, ho. Die sieht aber hässlich aus. Da will ich lieber die Imbisskachel haben. Ja, gut. Dann, beehren sie uns bald wieder. Ach nee, andersrum. Wurscht. Und ich mache weiter, indem ich weiter durch die Stadt laufe. Primär nach, ja, genau sowas suche. Ja. Beziehungsweise, ich hätte dann doch lieber was anderes darunter als Fallen. Und natürlich auch nach den Schneekugeln Ausschau halte. Das ist, ja, schon so ein bisschen der primäre Grund, warum ich hier überhaupt rumlaufe und alles erkunde. Natürlich auch, um vielleicht festzustellen, dass doch irgendwo schon irgendein
Grundstück gesichert wurde. Ich weiß es halt nicht, ob das so ist hier. Aber wir gehen mal zu Geralt, ja. Ich finde, man kann immer ganz schön die Grenzen der Aufnahme sehen. Also jetzt zum Beispiel ist halt wieder der erste Part einer Aufnahme. Da bin ich halt immer noch so kontaktfreudig und hab Bock, mit den Leuten zu reden. Und an einem zweiten Part bei der Aufnahme, da habe ich dann beim ersten Part schon mit allen geredet und dann habe ich keinen Bock mehr da drauf. Das ist ganz schön. Sieh mal an, Hantel. Ganz schön tapfer, dich in die Höhle des Löwen zu wagen. Dabei bin ich ein Bär. Was für ein Witz. Ja. Genau. Schon bemerkt, dass ich eigentlich gar kein... Ach ja, egal. Gut. Echt geil, wie Manu und Oinka so miteinander auskommen, was? Ihre Gespräche sind immer so sehr tiefsinnig und sie reden oft über ihre Gefühle. Nicht, dass ich gelauscht hätte oder so. Erzähl ihr bitte nichts. Okay. Ja. Schön. Lassen wir das mal so stehen. Also gut, ich würde jetzt auch, wenn ich merken würde, dass ein absolut gar nicht auffälliger Bär hinter mir steht und meine Gespräche belauscht, würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt trauen, was zu sagen. Von wegen so, könntest du bitte damit aufhören, aber ja. Angenehm ist es trotzdem nicht. Aber vielleicht wissen sie es auch gar nicht, dann ist alles super. Sollten sie aber irgendwann mal die Trovatos anrufen, dann haben wir schon mal erste Informationen über einen potenziellen Stalker. So, ich bin schon wieder ultra gut, weil ich die Schneekugel rolle, ohne zu wissen, wo die zweite ist. Ich meine, das ist, als soll man zwei Punkte auf einem Blatt Papier verbinden und zieht einfach mal vom ersten Punkt, den man gerade gefunden hat, eine Linie irgendwo hin und weiß gar nicht, wo der zweite Punkt ist. Ah. Hey, Hazel, bist willkommen. Mach's dir bequem, entspann dich, Quack. Wieder weirde Kommentare hier von dir. Hazel, du lebst in einem zweistöckigen Haus, stimmt's? Cool, boah, zwei, geil. Hör zu, das ist mein Traum. Ich will in einem riesigen Haus leben. In einem echt großen Haus müssten Automatiktüren und eine U-Bahn-Station eingebaut werden, oder? Ah, vielleicht sogar ein Fahrstuhl, was? Und ein Kraftraum, heilige Scheiße. Ein geheimes Science-Fiction-Basis-Lager hier mit Technikkram und allem drum und dran und voll geil. Ja. Damit haben wir unsere tägliche Dosis Kasper auch schon wieder erledigt. Also, der ist echt abgespaced, der Typ, ey. Ich glaube, den werde ich doch wieder ein bisschen schneller aus meinem Dorf verjagen als gedacht. Aber man kann nicht ja sagen, dass er Susi nicht perfekt ersetzt. Also, das ist, das muss man ihm lassen. Das schafft er wirklich perfekt. Ja, wo könnte die zwei... Ich dachte schon, da wäre sie. Dieses Ding da, das da unten da. Dieses eine Blatt sah ein bisschen aus wie eine Kugel. Gestern war die zweite Kugel nämlich, soweit ich mich erinnern kann, auch noch hinter einem Baum versteckt. Und ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Wo ich jetzt gerade hier bin, gieße ich auch einfach mal die Blumen, weil sonst vergesse ich das. Und jetzt gerade sah Michelle tatsächlich aus wie eine Schneekugel. Nur die braunen Ohren haben es ein bisschen... verraten, dass es keine Schneekugel, sondern ein Bewohner ist. Ja, sehr schön. Oh, da will irgendwer was von mir oder da redet irgendwer. Da redet irgendwer. Und da ist doch die zweite Schneekugel. Ja, sehr schön. Gut, dass die beiden miteinander geredet haben. So. Bei mir ist übrigens gerade Dienstag, der, Moment, rückwärts zählen. 27., ne? Genau. 3 Tage noch bis zur Insane Trilogy. Oh mein Gott. Keine Ahnung, wann ihr sie sehen werdet. Wahrscheinlich, einen Tag vor der Insane Trilogy, nicht mehr Donnerstag. Für morgen habe ich noch ein Video, aber heute nicht mehr. Also für Donnerstag. Die habe ich schon gegossen, egal. So, dann werden wir die doch mal nach unten rollen. Gestern habe ich übrigens den Schneemann richtig talentiert verkackt. Oder war das sogar onscreen? Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich meine, wo ich verkackt habe, war offscreen. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich gestern war oder ob das vielleicht ein Tag davor war. Ich habe keine Ahnung.
Hauptsache, der wird heute was. Das wäre ganz geil. Denn man darf auch nicht vergessen, dass es nicht mehr so lange Winter ist. Wir haben jetzt schon Ende Februar. Oder Mitte. Na doch, Ende. Und ich weiß nicht, irgendwie beim 1. März, glaube ich, ist langsam so Schicht im Schacht mit Schnee. Was auch durchaus gut ist und Sinn macht und... Ne? Aber dennoch, es gibt uns kein Daily Money mehr. 10.000 Daily Money. Und das ist dann doch ein bisschen traurig. So, das sollte jetzt aber wieder passen von dem Proposserie, ne? Ja, sehr schön. Perfekte Rundungen, alles super. Kann gleich bei Pornhub anfangen. Sehr schön. Okay. So soll das sein. Haben wir mit irgendwem noch nicht gelabert? Sicherlich. Ja gut, hier. Sowas wie Oinka. Aber ihr wisst ja, wie ungern ich mit Oinka rede, weil... Keine Ahnung. Das ist irgendwie jetzt nicht so mein Bedürfnis. Mit Jan habe ich aber zum Beispiel auch noch nicht geredet. Und das war's, glaube ich, schon fast. Und absolut, apropos, das war's. Mein Cursor hat auch wieder keinen Bock mehr. Ja, jetzt ist mir die Sensorleiste runtergefallen. Also, eine Etage auf mein rausfahrbares Board vom Schreibtisch, wo mein Keyboard, meine Tastatur drauf ist. So. Genau, ich wollte auf die Karte gucken, aber ich habe ja hier gerade Cursor-Probleme. You know, sehr gut. Dann hoffe ich mal, ach, kacke, dass wenigstens morgen jemand einzieht. Stimmt, ich habe ja noch das Gemälde jetzt für das Museum. Für Eugen. Ja, und wegen dem Hummer. Ich muss auch noch einen Thunfisch fangen. Den habe ich, den, da habe ich aber noch Zeit bis Ende März. Der bleibt bis März. Vor November an, glaube ich. Aber ja, habe ich jetzt irgendwie jetzt keine Lust, den Hummer jetzt gerade zu fangen aktuell. Vielleicht in den kommenden Tagen. Ich weiß es noch nicht. Nee, komm, ich will erstmal das Kraftgemälde abgeben. So. Gucken, ob es echt ist. Unglaublich, ein Kraftgemälde. Das ist eine Fälschung, scheiße. Na, aber genau, in der Kraftflug erkenne ich, dass das nicht das Original ist. Scheiße. Eine schamlose Fälschung. Ihr geht weg damit. Rainer, du Sack. Rainer Betrug. Alter, das gibt's doch. Ich glaube, die Batterien sind echt leer von der Sensorleiste. Die geht mir richtig auf den Sack. Weil da habe ich hier keine kleinen Batterien mehr. Das macht das Ganze erheblich schwieriger. Der nimmt ja gar nichts mehr. Hallo, Junge. Hallo. Hast du Bock? Ich glaube, die ist echt komplett im Arsch. Also nicht im Arsch, aber halt komplett leer. So, ich... Nee, da geht gar nichts mehr. Ich stell die mal hier unten hin. Das ist ja natürlich kacke, vor allem so mittendrin und so. Und ach Mann, warum? Come on. Da hat man einmal richtig Bock mal wieder. Seit Tagen. Animal Crossing zu suchten. Ne? Und dann sowas. Ich habe ja auch keine Ahnung, ob ich erkenne, dass die leer ist. Das Ding ist halt, da ist eine Lampe, die leuchtet. Aber die leuchtet immer, wenn es an ist. Ob das jetzt heißt, ich bin leer irgendwann oder nicht, oder... Ich habe auf jeden Fall gerade wieder ein Signal, das ist schön. Nach keine Ahnung. Es backt zwar noch ein bisschen rum, aber ich habe immerhin wieder einen Cursor hier. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Zu den letzten Minuten, so. Muss ich mich halt mal ein bisschen mehr bewegen mit meinen Armen und Händen. Das ist eine Seismo-Hüfte. Das haben wir schon. Außerdem haben wir... Hier lange Wartezeit einfügen. Nee, komm, du schaffst das, jawohl. Wi-Fi. Nee, nicht Wi-Fi. Wireless Sensorleiste. Struggle is real. Ein Parasaurus Torso. Auch den befinden wir, genau, ja, Museum. Auch der ist schon im Museum, sehr gut. Hat er jetzt gesagt, dass da schon mehr jetzt momentan drin ist? Oder hat er immer noch gesagt, dass es spärlich bestückt ist? Das sah gerade aus, als hätte er was anderes gesagt. Wie auch immer, mein Cursor ist wieder weg. Toll, auf der anderen Seite ist er da. Schön. Also Sensor ist halt immer hier so zwei Kontaktpunkte, sag ich mal. So, ja, dann können wir eigentlich... Das Westen so vollkommen auch verkaufen. Das Zedernbäumchen packen wir zu dem anderen Zedernbäumchen und das Robo-Schränkchen packen wir hier oben hin. Man darf eigentlich sowas wie Robo-Schränkchen nicht zu einem Robo-Schrank sagen, weil es wahrscheinlich auch Robo-Schränkchen gibt. Oh, da oben findet gerade eine heiße Diskussion statt. In welchem Ausgang? Beide sind glücklich. Das ist natürlich Win-Win-Situation. Sehr schön. Ich darf nicht vergessen, dass ich hier meine lila Rose noch gießen muss und, ja.
dann war's das eigentlich für heute. Oh, hallo, so, was gibt's so? Durch das Tor gibt's nichts so, ne? Weißt du Bescheid? Fünf Sachen jedes. Oh, nicht. Schön. Können aber nochmal in Müller mal nachgucken. Heute ist Dienstag. Ich glaube, Montag und Donnerstag wird es gelehrt, ne? Nicht, dass ich mir das merke. Ja, dann war. Ach, Moment. Ja, nein, das mache ich. Oh, fuck, das mache ich offscreen. Ist auch eigentlich gar nicht so schlimm. Yeah, nein, jetzt habe ich auch die Stelle hier verloren. Hallo, Cursor, Cursor, hast du Bock? Er hat keinen Bock. Jetzt, ja, er ist wieder da, er ist da, jawohl. So. Es ist irgendwie ein bisschen nervig immer, wenn der Cursor immer auf dem Bild ist und dieses Hut hier drin ist, aber. Ich verliere meinen Cursor sonst momentan, deswegen lasse ich ihn im Bild. Sorry. Nee, ich muss ja sowieso noch in die Großstadt wegen Grazia und deswegen können wir dann ja auch noch direkt auf dem Weg dann die Blumen gießen, offscreen. Also das ist kein Problem. So, dafür bekommen wir wieder 10.000. In etwa, schätze ich mal, so. Ja. In etwa, ja. Gut. Achso, nee, das wollte ich gar nicht. Ist auch egal. Wir sehen uns also beim nächsten Mal wieder. Dann gibt's den Mittwoch in voller Action und vielleicht endlich mal mit einem neuen Bewohner. Bis dahin. Nee, 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 nee. Tschüss.